Ein herzliches Willkommen zurück zu Rise of the Tomb Raider. Wir sind auf dem Weg in diese Trinity Observatoriumsbasis, wie auch immer, um unseren Kumpel Jonah zu retten, den wir eigentlich schon gar nicht mehr auf dem Zettel hatten, weil er das ganze Spiel über nicht wirklich mitgespielt hat. Was geht ab? Warum komme ich da nicht hoch? Geht doch. Hier gibt's bestimmt was zu sammeln. Naja, ein Baum. Toll. Tolle Wurst. Ich habe noch keine Karte gefunden, ist das Problem. Da ist was. Spuren. Das hat Schnee so an sich, dass man da Spuren findet. Folgen Sie den Spuren hinauf auf den Berg. Oh, hallo. Verdammt. Ich kann mich irgendwie nicht wirklich frei bewegen gerade. Ich kann mich nicht umdrehen. Das ist ja doof. Was ist los? Was ist mit meiner Steuerung? Ich kann mich nicht mehr umdrehen mit dem rechten Stick. Oh, das ist ja nervig. Was ist denn hier jetzt passiert? Feuer einstellen. Es ist nur ein Reh. Nervöser Zeigefinger. Sorry. Du hast etwas gesehen und reagiert. Ich hätte das gleich getan. Oh, das ist ja kacke. Ich kann mich nicht mehr umgucken. Ich kann nur geradeaus gucken. Sieht alles sicher aus. Halten wir die Augen offen. Ist es jetzt einfach verbuggt oder was ist jetzt? Croft könnte versuchen, den Gefangenen zu retten. Was geht die jetzt hier? Die Zentrale will, dass alle wachsam sind. Warum töten sie nicht einfach? Er könnte noch etwas wissen. Aber Konstantin wird das schon bald herausfinden. Was ist denn hier jetzt? Ich kann nur noch geradeaus gucken. Eindringling! Okay, es ist verbuggt. Das ist ja jetzt blöd. So, jetzt funktioniert das wieder. Wunderbar. Verdammt, sie sind überall. So, gibt's hier noch was zu sammeln für mich? Jetzt, wo ich mich wieder umgucken kann. Es ist nur ein Reh. Nervöser Zeigefinger. Sorry. Du hast etwas gesehen und reagiert. Ich hätte das gleich getan. Sieht alles sicher aus. Halten wir die Augen. Ach Mann. Was ist denn jetzt mit diesem Dreifachschuss? Warum funktioniert er denn jetzt nicht? So, ich soll Hirschfälle sammeln für irgendwas. Guck an. Okay, anscheinend kann ich diesen LKW in die Luft jagen. Ist ja auch nicht schlecht. Ich glaube, ich muss ihn in die Luft jagen. Ne, ich komme hier auch so durch. Okay. Ich denke nur gerade laut nach. Was ist passiert? Der Truck war zu schwer. Und ist eingestürzt. An diesem Ort fällt wirklich alles auseinander. Sollen wir das melden? Nicht nötig. Alle packen zusammen und bereiten sich auf den Abzug vor. Gut. Haben wir endlich, was wir wollten? Schwer zu sagen. Konstantin hat nur befohlen, alles vorzubereiten.
Überraschung. Wir haben Kontakt. Na komm. Alles klar. Na, das geht doch voll in Ordnung. Das war ein Treffer. Wo ist denn noch einer? Ah, da. Junge, wo kommen die alle her? Boah, hatte ich gar nicht auf dem Schirm, dass das so viele sind. Sonst wäre ich da ein bisschen anders rangegangen. Und das Eichhörnchen rennt hier ganz friedlich durch die Gegend. Na gut, alles gut gegangen. So, gibt's hier irgendwo noch was zu sammeln, irgendwas Tolles? Tja, wenn ich eine Karte hätte, ne? Habe ich aber leider nicht. Okay, ich glaube, hier gibt's auch nichts weiter. Also gehen wir weiter. Alter, es gibt eine Trophäe für Tiere in die Luft jagen. Die heißt, war das wirklich nötig? Und die will ich haben. Genau die. Und ja, es war nötig. Es kam direkt auf mich zu. Tiere jagen ist nicht mein Ding, echt nicht. Krieg ich überhaupt nicht geschissen. Was war das? Was ist passiert? Was ist passiert? Na gut, wir gehen weiter. Ich lasse mich schon wieder zu sehr ablenken hier. Mit irgendwelchen belanglosen Dingen. Achso, du willst deine Kletterpfeile wieder haben. Was ist dort passiert? Hallo? Der Angriff auf das Observatorium war also ein Erfolg? Ja, wir haben den Anlass. Wir haben ihn zur Wetterstation gebracht. Warum dort hin? Keine Ahnung. Ich habe über Funk gehört, dass Anna den Zugang zur Kuppel finden will. Vielleicht wissen Sie ja, wie der Atlas zu deuten ist. Ich weiß es nicht, aber Sie haben befohlen, alles zusammenzupacken. Also dürften wir bald abziehen. Wo seid ihr? Schweine. Ach, hier. Nehmt sie doch ein! Aua. Weiter feiern! Mann getroffen! Er ist getroffen! Werf eine Granate! Ihr macht mich fertig.
ich da denn jetzt? Okay. Ach, das sind... Soll ich nicht irgendwas mit Funkgeräten zerstören, oder? Ich mich da jetzt vertan. Verbrannte Erde, nee, Treibstofftanks, okay. Ah, Treibstofftanks, das wären diese LKWs gewesen, wo ich vorhin dran vorbeigerannt bin. Ah, ärgerlich. Naja. Ich muss hier eh nochmal hin, passt schon. Das wäre bestimmt der LKW gewesen, jede Wette. Ich habe überhaupt nicht dran gedacht vorhin. Ich habe noch gesagt, den kann ich bestimmt anzünden. Aber naja, ich hätte es einfach tun sollen. Oh, Tiefschnee. Uah. Ein altes sowjetisches Schild. Mal wieder. Was geht hier mit diesen ganzen Walkie-Talkie-Funkgerät-Dingern hier? Soll ich da auch noch irgendwas mitmachen? Das hier könnte ein Treibstofftank sein. Jep. Genau die sind das. Hier jetzt? Irgendwie gehe ich wieder zurück. Aber vielleicht finde ich noch so einen. Passt schon. Aber hier war ich doch noch gar nicht, oder? Ach, da bin ich hochgeklettert, genau. Okay, hätte ich gar nicht machen brauchen. Na gut. Der andere muss ja hier auch in der Nähe gewesen sein. Wo bin ich denn hier jetzt? Boah, komplette Verwirrung hier gerade. Also dieser andere LKW war doch auch hier irgendwo. Wo ich schon mal hier in der Nähe bin, kann ich da gerade mal wieder hingehen. Und was ist hier mit diesen Funkgeräten? Die liegen hier überall rum. Spielen die irgendeine Rolle? Ja, wo ist denn dieser andere? Ja. Ja, keine Ahnung. Der andere Truck muss vorher irgendwo gewesen sein. Ist auch egal, wir gehen jetzt hier hoch und machen unsere Quest fertig. Jonah wartet schon auf uns. Wir trödeln hier rum, Mensch. Geht gar nicht. Also, weiter geht's. Wie praktisch, ein Loch. Ja, da muss in der Nähe sein. So, keinen Fähigkeitspunkt, das ist ja blöd. Aber Waffen-Upgrade. Für mein Militärgewehr. So, und wo ich schon mal hier bin, gucke ich mir mal ein neues Outfit an. Erhöhter Nahkampfschaden, Pionier. Pionier hatte ich aber schon mal, das ist eine langweilige Jacke. Geistweber.
Expeditionsjacke hat allerdings keinen Bonus. Außerdem ist man da sehr auffällig mit dem Schnee. Helle Farben helfen dem Schnee nicht aufzufallen. Ist das wirklich so oder steht das da nur so? Ich meine, ist es wirklich so, dass die Gegner einen schwerer sehen, wenn ich eine weiße Jacke trage? Ich weiß es nicht. Infiltrierer. Ja, und das hier sind halt so diese Lara Standard Outfits. Oder soll ich mal wieder Kommando gehen? Ja, ist zwar kalt, aber ich finde das Outfit sieht super cool aus. Okay. Schönen guten Tag. Sind denn hier wohl diese ganzen Sammel-Items? Da finde ich ja wirklich nicht viele von. Da ist eine Truhe. Schrotflinte freigeschaltet. Gut, Lager war doch hier in der Nähe. Dann schwimme ich da gerade nochmal hin zurück. Besser ist als der Vorbote. Ich kann es mir nicht vorstellen. Allein der Name Vorbote ist schon geil. Ach, leck mich. Hier ist auch noch was. Es ist doch kein Feind in der Nähe. Es ist ein Stempel für offizielle Trinity-Schreiben. Die werden heute kaum noch benutzt. Die werden heute kaum noch benutzt. Ja, ich kann es nicht benutzen. Blöd. Dabei habe ich hier die Feinde doch besiegt. Warst du mit Konstantin unten in Syrien? Ja, war ein ganz schönes Chaos. Croft? Konstantin hatte nicht erwartet, sie dort anzutreffen. Sie hat das ganze Grab über uns einstürzen lassen. Die macht ihm ganz schön... Angriff, er wird angegriffen! Ausschwärmen, haltet die Augen offen! Bam! Gib mir Deckung! Wir erleiden Verluste! Hallo! Gib mir Unterdrückungsfeuer, jetzt! Nur du und ich! Nur wir beide? Na gut. Deckung! Ja. Überraschung. Okay, ich dachte, das wäre hier so ein Tank. Scheint nicht. Thank you.
Nein. Der Tank leuchtet aber ich kann ihn nicht kaputt machen. Das ist ja doof. Oder vielleicht indem ich das Fass hier... Okay. Das hat funktioniert. So, dann sehen wir uns wieder um, ob ich hier noch irgendwas sammeln kann. Vor allen Dingen Münzverstecke und so Krams. Hier vorne wäre noch eins gewesen. Ach, nee, das ist... Ja, okay, schon gut. Das ist die Herausforderung. Na gut, dann würde ich sagen, gehen wir weiter. Hier gibt es noch Munition. Ist aber voll. Alles klar, weiter geht's. So, betreten Sie die Wetterstation. Ist schon meine nächste Aufgabe. Wow, kein Scheiß. Selfie. Selfie-Time, Selfie-Time. Wir wollen nie wieder Haferschleim. Okay, das ist aber schon so ein bisschen scary hier. Da ist bestimmt noch irgendwie so ein Versteck. Aber egal, wir gehen jetzt hier rein in die Wetterstation und machen der ganzen Geschichte ein Ende. Wir stehen jetzt am Scheitelpunkt einer neuen Welt. Die göttliche Quelle wurde gefunden. Croft lebt zwar noch, konnte aber neutralisiert werden. Nur Anna wird mit jeder Stunde schwächer. Ihre Stimme, die mich mein Leben lang begleitet hat, versagt langsam. Ich habe sie gefragt, ob sie sich an die Nacht erinnert, in der Gott Sinn in meine Hände ritzte. Die Nacht meiner Auserwählung. Sie sagte ja. Und sie lächelte und sagte... dass wir wieder solche Nächte haben würden, wenn diese Qual vorbei ist. Für sie bleibe ich stark. In der alten Stadt werden wir die göttliche Quelle finden. Ich werde meine Schwester retten. Und zusammen retten wir die Welt vor sich selbst. Okay. Ich habe noch nicht so ganz verstanden, ob das wirklich seine Schwester ist. Oder ob die einfach Schwester und Bruder sagen, weil das in Sekten so üblich ist. Ich dachte immer, das wäre ihr Stecher. Ein Anhänger. Nein, eine moderne Reliquie. Im Innern ist ein kleiner menschlicher Knochen. Sankt Peregrinus. Schutzpatron der Todkranken. Das passt ja. Okidoki. So, hier kommen wir nicht rein, hast du gesagt. Dann gehen wir hier durch. Kein Ding. Hier. Ah. Nein, Lara, gerade. Einfach geradeaus hochspringen. Wirst du ja wohl hinkriegen. So, hier geht's rein. Da gibt's noch eine Truhe. Eine kleine Truhe. Eine Patronenhülse, die aber irgendwie seltsam wirkt. Sie wurde auf Hochglanz poliert. Da ist eine lateinische Inschrift. Tötet sie alle. Gott wird die Seinen erkennen. Okay, so, wir betreten diese Wetterstation in unserem nächsten Teil von Rise of the Tomb Raider. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.